Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen Samstagabend wünsche ich. Jo, wir sind wieder zurück. Ja, in Foundation. Ach schön. So, und jetzt würde ich mal ganz einfach sagen, vorab möchte ich mich bei den Glückwünschen bedanken zu meinem Altwerden. War lieb von euch, hat mich sehr gefreut. Na, und Jeffrey hat eine Frage gestellt in seiner E-Mail an mich, ob es meiner Schulter wieder besser geht. Ja, also ich habe noch leichte Schwierigkeiten, so im wenn ich es ganz hochheben will, habe ich noch leichte Schwierigkeiten, aber das wird sich hoffentlich auch noch ein bisschen legen. Ansonsten geht es um Welten besser als wie vor noch ein paar Monaten. Na, also alles gut. Ich nerv dir schon noch länger, keine Angst. So, und dann hätte ich gesagt, legen wir, warte mal, ich muss mal ganz kurz hier am anderen Monitor gucken, bla bla bla, ja genau, da haben wir es doch. Dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Jeffrey-Report an, wie an jedem Samstag. Eine liebgewordene, ja, Gewohnheit, ne? Okay. So, Foundation Folge 083. Dass die Boote der Fischer optisch mehr im Trockendock liegen, hatte ich so gemeint, dass wenn die Boote an der Fischerhütte festmachen, dass dann, was, dass das dann so aussieht, als wenn sie mehr an Land und nicht im Wasser liegen. Die gute Fischerin konnte nicht zu ihrem Haus kommen, weil sie doch auf dem Wasser festhing, aber vielleicht hatte sie auch nur ihren Anker im Schlick verfangen. Könnte es vielleicht daran gelegen haben, dass ihre Fischerhütte, zweite von links, etwas zu weit auf dem Land steht? Denn man sieht doch auch nie ein Boot bei der Hütte anlegen, nachdem sie vom Angeln zurückkommen. Oh Mann, echt jetzt? Kaum bin ich mit dem Text fertig, siehst du es selber, dass die Fischerhütten zu weit an Land gebaut wurden. Nee, 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 nee. Und nun weißt du auch, warum der Text der letzten Samstagsfolge so kurz ausgefallen ist. Zwinkerbreit Grins. Ja, das mit den Fischern haben wir ja geklärt. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ja, schaut auf jeden Fall jetzt gesünder aus. Na? Ja, die stecken auch nicht mehr ineinander fest. Alle kommen weg. Spiel speichert auch, das ist schön. Speichert lange. Herrlich, genau. Ne, es scheint alles gut zu funktionieren. Ich bin zufrieden. Ja, doch. Ja. Ach. Die Stille am Fischerdorf. Kein hektisches Treiben. Jeder geht gemütlich seiner Arbeit nach. So soll's doch sein. Apropos gemütlich, ich muss jetzt mal ganz kurz vom Jeffrey Report weg, und zwar hatte ich ja mehr oder weniger angekündigt, einmal Hogwarts Legacy und einmal Sons of the Forest. Was soll ich sagen? Nachdem ich jetzt YouTube immer wieder aufrufe und ich eigentlich nur noch Videos von Sons of the Forest, Hogwarts Legacy sehe, da habe ich mir dann irgendwann gedacht, wisst ihr was? Alles schön gut, ne? Aber ich möchte euch jetzt nicht auch noch damit nerven. Ne? Machen zurzeit gefühlt irgendwie jeder. Deswegen habe ich mir gedacht, das lassen wir jetzt erstmal sein, sondern ich werde auf jeden Fall Hogwarts Legacy dann bringen, wenn der Hype so ein bisschen abgeklungen ist, wenn Ruhe eingekehrt ist, ne? Wenn keiner mehr damit rechnet, dann komme ich. Und genauso machen wir es mit Sons of Forest. Ist eh Early Access. Es fehlen eh noch wichtige Bestandteile im Spiel. Also von daher gesehen, machen wir das mal lieber nicht. Ne? Dafür habe ich jetzt heute, warte mal, heute ist für euch Samstag, für mich ist Freitag. Also gestern, gestern habe ich ja die eine Folge hochgeladen von der neuen, Nummer schnell daddeln Folge. Sprich, Big, wie heißt jetzt wieder? Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Ihr merkt schon, ich hatte Geburtstag und ich werde älter. Ja, und vergesslich. Na, dieses Dingsbums, dieses Big Ambitions, genau. Das habe ich jetzt mal aufgenommen und habe mal hochgeladen. Gucken wir mal, ob daraus ein Let's Play wird oder einfach nur ein Angezockt bleibt. Und ansonsten habe ich auch noch so ein paar andere Dinge so im Kopf. Ne? Aber die werde ich dann rechtzeitig ankündigen. Also nicht böse sein, wenn für die Leute, die jetzt vielleicht auf Hogwarts Legacy gewartet haben oder auf Sons of the Forest. Aber das ist momentan, ich finde schon ein bisschen, ja, ne? Bisschen too much. Deswegen, wir bleiben bei unseren Leisten und machen hier eine Foundation und ab und zu noch ein anderes Spiel. Und dann ist gut. Und wenn dann keiner mehr irgendwie Bock hat auf die anderen zwei Spiele, dann komme ich. Ja, so der Plan. Ne? Gut, machen wir mal weiter.
hoffentlich überlese ich jetzt nichts. Die eine, die Luxus haben wollte, war bestimmt eine Bürgerin aus einem anderen Dorf. Ja, das kann schon gut möglich sein, weil wir haben keinen und wer sollte da Luxus benötigen, ne? Foundation Folge 084. Gleisgitt. Kann es sein, dass die Bewohner, die das Dorfzentrum nicht erreichen können, sowie die eine, die sich nicht aus dem Wald getraut hat, man könnte sie glatt in Waldtraut nennen, kleiner Lachanfall, keine Wohnung haben und deshalb zum Dorfzentrum wollen? Kann eigentlich nicht sein, ne, weil wir haben eine hundertprozentige Zufriedenheit. Das Einzige, was uns runterzieht, sind die Steuern und ansonsten hätten wir schon längst irgendwie jemanden gehört, der meckert von wegen Housing. Ne? Und wenn ich mal hier gucke, nö, absolut nein, ne? Passt alles. Die Arbeitslosen sind arbeitslos. Warte mal. Moment. Nee, auch arbeitslos. Ja, alles gut. Alles fein. Dann gucken wir mal schnell nach dem Kurier. Wo ist er? Da. Ach, jetzt geht das wieder los. Ein Gefallen für die Äbtissin. Die Äbtissin plant neue Geschäfte mit Northbury, kann die Verhandlungen dazu allerdings nicht in ihrem Kloster abhalten. Warum? Da sie eure Lande als geeignet für die Unterbringung befindet, wäre sie euch sehr verbunden, wenn sie ihrer Abgesandten bei den Verhandlungen in ihrem Namen helfen würdet. Wir machen das mal. Keine Ahnung, ob es klappt. Aber wir probieren es mal aus. Ja. Dann ist es okay. Das probieren wir mal aus. Also wie gesagt, da gibt es, glaube ich, keine Probleme, sondern es ist einfach irgendwie... Ich habe manchmal das Gefühl bei Foundation, dass sich wirklich die KI verschluckt. Ne? Und dann eine gewisse Weile braucht, bis sie dann wieder, ja, sich eingegroovt hat. Ne? Wir behalten das mal im Auge. So, kleiner Tipp, falls du nochmal eine Mauer mit Tor an einem Weg zu einem Haus planst, so wie du es unten auf dem Klostergelände gemacht hast, setz dann doch das nächste Mal als erstes das Tor genau mittig. Oder sagt man, über den Weg und plane dann nach links und rechts die Mauern mit den Pfeilern weiter zu den Häusern. So könntest du zur Not die Mauer einfach in das Haus reinlaufen lassen, so wie du das auch schon öfters gemacht hast. Und du bräuchtest dann auch nicht mehr mit kleinen Mauerstücken rumhantieren, bis du das Tor passend über den Weg platziert hast. Und so hättest dann eventuell auch noch einen genauen Pfeilerabstand. Schau hin, schau hin. Der Herr Bauherr wird, ne? Hier genau ein Pfeilerabstand. Ja, ich friemel mich halt so durch. Ne? Und ich finde, passt doch ganz gut, ne? Das zusammengefriemelte und, ne? Wir reißen ja sowieso wieder was weg und dann kommt wieder was anderes hin. Also von daher gesehen, sollte das soweit reichen. So, nachdem du die Kamine für die Klosterküche in der Höhe verstellt hattest, hättest du sie anschließend auch mit Sicherheit in das Gebäude reinstellen können. Kannst das ja aber beim nächsten Mal ausprobieren. Die Türen müsste man doch mit ausgeschaltetem Snappen etwas ins Gebäude reinsetzen können, damit sie nicht mehr so weit rausstehen und werden dann bestimmt immer noch als Tür erkannt. Ja, ich weiß, ich traue der Geschichte nicht. Nachdem wir so oft schon mal das Problem hatten, dass die dann irgendwie im Haus gesteckt sind, ne? Ich gehe das Liebe, nee, das Risiko, nee, weiß nicht. Wir können es mal in so einem Testhaus ausprobieren, ob das klappt. Na, müssen wir mal gucken. Schauen wir uns mal in Ruhe mal an. Ne? So, ich muss jedes Mal loslachen, wenn du den Satz, wir wollen es mal nicht übertreiben, raushaust. Super heftig lachen müssen. Ja, es ist so der klägliche Versuch, mich selber in die Schranken zu weisen. Klappt nie. Haben wir ja schon so oft gemerkt, ne? Aber so, es ist so eine gewisse Selbstberuhigung, ne? Gut, die Küche bräuchte noch einen Brew, da sie aus Wasser und Kräuter das Essen herstellt, wenn ich das richtig gesehen habe. Haben wir nicht? Haben wir noch jetzt? Da haben sie ihren Brew. Haben wir noch hingesetzt. So, und der eine Schornstein. Oh,
Der eine Schornstein bei den zwei Klostergebäuden auf dem kleinen Platz unten hatte nicht mittig zwischen die Häuser angesnappt, weil das kleine Haus den Snapppunkt von dem größeren Haus schon belegt hatte. Und auch dort hattest du das Snappen kurz ausstellen können, um den Schornstein mittig zwischen den Häusern platzieren zu können. Hätte, hätte, Fahrradkette, da, 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 da. Passt doch. Ha? Passt doch. Reicht doch. Ist doch okay. Ja. Ist doch, ist eigentlich so kniesig. Ne? Ja. War das bei der Aufnahme der Folge schon zu spät oder was war los? Dass du die einfachsten Dinge ignoriert oder vergessen hast? wir müssen uns doch kleine Sorgen um dich machen. Oder, Zwinker, jetzt hätte ich fast Blinker geschrieben. Nein, ihr müsst euch da keine Sorgen machen, aber es gibt so Tage, da, ja, da, ich sehe das eigentlich nicht so wild, ne, dass ich irgendwie so nichts mehr weiß. Was ist das für ein Spiel? Was mache ich hier eigentlich? Wer bin ich? Und wie viele? Keine Ahnung. Nein, keine Ahnung. Ich glaube, es war wirklich ein bisschen spät. Und soweit ich mich erinnern kann, hat mein Magen noch ein bisschen Probleme gemacht, etc. Co. Also war ich da ein bisschen außerhalb der Kappe. Ja, kommt auch mal vor. Ne? Auch ich habe meine Schwächen. Fast keine, aber ich habe Schwächen. So. Magst du den Zaun vor der Küche wirklich? Ich fand es ohne Zaun viel harmonischer. Weil die den kleinen Platz auch schon so schon offen gebaut hast. Was? So? Auch schon so schön offen gebaut hast. Platz vor der Küche. Zaun. Doch, ich finde schon, dass das passt. Ich finde auch, dass das so harmonisch wirkt. Na, weil schließlich müssen wir ja hier die Kräuter für die Küche ein bisschen so abschirmen und sie haben genug Platz zum Rein- und Rauslaufen. Na, also ich finde schon, dass das ich finde es harmonisch. Ich mag das. Ich lasse das. So, Edge. Von der letzten Folge 085 ist ja echt komisch, dass wir jetzt bei der Steinkirche sofort wieder so wie immer, was, so wie es immer war, Punkte für die Hauptgebäude zum Klerus bekommen. Da muss dann ja bei den Dorfkirchen irgendwas schiefgelaufen sein, dass wir die Punkte bei denen nicht erhalten hatten. Du, ich habe keine Ahnung. Kann ich dir echt nicht sagen, warum, wieso, weshalb. Kann irgendwie damit zusammenhängen, Update oder sonst irgendwas. Vielleicht haben sie irgendwie jetzt das ein bisschen anders gemacht. Ich weiß es nicht. Kann ich dir echt nicht sagen. Na, kann ich dir echt nicht sagen. Was ist denn hier eigentlich? Ja. Ja. Ja, gut. So, sagt nicht, dass jetzt die Plateau-Mod jetzt ein Update braucht, weil man nichts mehr raufstellen kann und dann geht das bestimmt auch nicht, dass man dort ein Haus raufstellen kann oder geht das wenigstens noch. Dann dürfen wir die bereits gebauten Plateaus jetzt bloß nicht mehr verändern, damit dort nicht alles vor die Hunde geht, wenn ich das mal so sagen darf. Darfst du? Und es gab heute ein Update. Na, also die Terrain-Mod hat heute ein Update erhalten. Oder besser gesagt, es ist bei mir dann angekommen. Das habe ich dann aktiviert. Müssen wir dann auch mal bei der nächsten Gelegenheit gucken, ob das jetzt wieder so funktioniert. So, jetzt scroll ich mal hier ein bisschen weiter. Eieiei, da hast du ja echt wieder die Funger. Die Funger. Moment, ich brauche einen Schluck Kaffee. So, nochmal. Da hast du dir jetzt echt aber die Finger wund geschrieben mal wieder. So, versuche es doch nochmal mit dem verbotenen Land bei den Tischen und Bänken auf dem Klostergelände und warte dann 10 Minuten, ob sie es dann verstanden haben. Oder was passiert eigentlich, wenn du den Platz mit der unsichtbaren Wand einrahmst? Dann sollten die da doch auch nicht mehr hinkommen, um sich dort hinzusetzen. Also es müsste klappen, keine Frage. Aber eigentlich möchte ich ja schon Bänke irgendwo hinstellen können. Und wenn wir genug Bänke überall platziert haben, was ich ja dann im Nachhinein gemacht habe, dann sollte sich das auch ein bisschen entzerren.
Ne, dann latschen die von oben nicht hier runter bis ins Kloster, nur weil im Kloster die einzigste Bank auf der ganzen Map steht. Ne, also von daher gesehen, wenn man die Map, die Bänke nutzen will, muss man wirklich überall welche platzieren, damit die nicht auf doofe Gedanken kommen. Ja. Ich habe bis jetzt immer noch nicht verstanden, ob das jetzt irgendeine Auswirkung hat, wenn die da den ganzen Tag auf den Bänken rumlungern oder nicht. Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. So, oh Gott. Bei den Bänken ist mir wieder ein alter schlechter Witz eingefallen. Oh Gott, das kann jetzt heiter werden. Was will ein Mann, der mit einer Gießkanne in die Bank geht? Na, er will die Bank sprengen. Werte Zuschauerschaft, wir nehmen jetzt alle mal die Beine sehr hoch, denn der kommt mehr als flach. Ne? Bist echt Knallkopf. Alle Mann einmal hochhüpfen, flach wird's. Ja, das kannst du laut sagen. Also, Foundation Folge 086. Bei den ganzen Updates, die sie rausgebracht und rausbringen wollen, hätten die das echt endlich mal machen können, dass man die Betschwestern und Brüder jetzt gezielt den beziehungsweise ihren Aufgaben zuweisen kann. Aber nö, das kriegen die nicht auf die Kette. Schade. Ja, das habe ich ja auch angemerkt. Es ist einfach lästig. Ich hätte es wirklich besser gefunden. Du hättest eine Sache gebaut, wie zum Beispiel jetzt hier den Kräutergarten und die Küche, und dann hättest du gesagt, okay, ich setze jetzt erstmal zwei Leute in den Kräutergarten und dafür nochmal zwei Leute in die Küche rein. Aber nein, du musst erst den Kräutergarten voll machen und danach darfst du dann die Küche komplett voll machen und dann darfst du erst das nächste machen. Es ist Quatsch, es ist totaler Blödsinn. Keine Ahnung, warum die das so gestaltet haben. Ich kann es mir nicht erklären. Ja. Du hast sieben, was? Du hast sieben dem Kloster zugewiesen, davon sechs Nonnen und drei Mönche. Aber es tauchen bei den Arbeitsplätzen nur vier davon auf, drei bei den Kräutersammlern und einen Bärensammler. Wo ist denn der Rest geblieben? Dann stellt sich mir jetzt nur noch die Frage, wo geht der oder die eine denn jetzt die Bären sammeln, oder haben wir unten am Kloster einen Bärenstrauch? Ich glaube, ich verstehe jetzt die Geschichte mit der Zuweisung der Nahrung im Kloster. Warum man das jetzt drei Sachen zuweisen kann? Kann es sein, dass die drei Positionen einmal für den Kräuterverkauf, einmal für den Bärenverkauf und einmal für das Klostermahl gedacht sind? Denn wir sammeln ja Kräuter, Bären und stellen dann das Klostermahl in der Küche her. Denn nur so würde daraus doch ein Schuh werden, oder was meinst du? Das würde dann ja auch bedeuten, dass man das Brot und den Fisch nochmal gegen die Kräuter und Beeren vielleicht tauschen müsste, oder liege ich damit komplett daneben? Verkauft wird das, glaube ich, nicht. Ich glaube, dass wir im Essensraum angeboten, kann mich aber auch irren. Ich kann es dir echt nicht sagen. Ich finde, die Idee, dass wir ein Kloster haben, ist gut. Na, keine Frage. Macht auch Spaß, das Ding zu bauen. Keine Frage. Man siehe die andere Staffel von mir, wo es mir unglaublichen Spaß gemacht hat, das Kloster zu bauen. Aber ich blicke auch bei der Mechanik nicht immer durch. Na, also was das jetzt mit dem Fisch und mit dem Brot auf sich hat, kann ich dir echt nicht sagen. Vielleicht hat irgendjemand anderes eine Ahnung. Und ansonsten Bären sammeln wir nicht. Die werden anscheinend dann geholt. Denke ich jetzt mal so. Ne? Ich kann es, wie gesagt, ne, ich baue jetzt hier einfach, es funktioniert irgendwie und damit ist die Sache für mich erstmal erledigt mit dem Kloster. Und ich bin dann auch wieder froh, wenn es fertig ist und läuft und ne, wir haben unsere Ruhe. Ich traue dem Braten mit dem Kreuzgang immer noch nicht. Ne? Also, naja, schauen wir mal. So, bam, 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 bam. Was wäre denn, wenn man ein fertiges Bienenhaus auf Pausieren stellt? Werden dann dennoch Novizen oder Brüder dort zugewiesen? Ich weiß das nicht mehr. Ja, die werden trotzdem zugewiesen. Du kommst aus dieser Mechanik nicht raus, dass eine Produktionsstätte erstmal mit allen besetzt werden muss, bevor du überhaupt in den Genuss kommst, eine andere Produktionsstätte füllen zu können oder jemanden reinsetzen zu können. Da kannst du auf Pause drücken, wie du willst. Das habe ich schon mal probiert. Ist nicht. Ja, kannst du knicken. So. Na, wenn die neuen, was? Na, wenn die neue Köhlerei mal nicht falsch herumsteht. What?
Es ist. Was? Wieso? Nö, passt doch. Ach so, die. Ist doch egal. Also ich habe da jetzt nicht drauf geschaut. Ich habe die einfach da hingeballert. Haben wir überhaupt schon Leute drin? Einen. Wie schaut es denn kohletechnisch jetzt aus momentan? 23 ist immer noch ein bisschen wenig, ne? Wie viele Leute haben wir? 5. Ich würde sagen, wir ballern uns hier nochmal die Köhlerei voll. Dann ist es okay. Aber ich habe da jetzt wirklich nicht drauf geschaut. Die haben wir jetzt da einfach hingesetzt und gut ist, weil Not am Mann war. Na? Das sollte es eigentlich so passen. So. Ich würde unten am Kloster keine neue Kirche bauen. Das sieht doch alles so schön aus und man muss es doch nicht zerstören, oder? Naja, mir geht es ja mehr oder weniger dann um die Punkte und ja, ne? Gigi. Aber wir machen sowieso jetzt im ersten, nächsten Step mehr oder weniger den Kreuzgang. Und dann schauen wir einfach mal weiter. So, da hätten wir ja glatt zu deinem Geburtstag für eine neue Maus zusammenlegen können. Ja, nee, passt schon. So eine Maus, ne? Die kriege ich noch gebacken. Ne? Ein weiteres Mal gebührt dir mein Dank für eine schöne Woche mit Foundation. Das Dorf wird immer schicker. Wünsche allen an dieser Stelle ein schönes Restwochenende und dir, liebes Gleiskind, als schöne Geburtstagsfeier solltest du diese heute auf dem Samstag nachfeiern. Und trink einen auf dich, mein Bester. Ja, Dankeschön. Ne? Dankeschön, Dankeschön. Aber ich trinke keinen Alkohol. So fängt schon mal an. Auch wenn ich manchmal spiele, als wäre ich gerade irgendwie besoffen am Rechner, ist nicht. Ich trinke auch keinen Alkohol, oder besser gesagt, ich trinke auch, wie formuliere ich den Satz jetzt richtig? Ich trinke auch keinen Alkohol aus irgendwelchen religiösen Gründen oder körperlichen Gründen, sondern ist nicht meins. Ja? Ich bin Kaffeetrinker. Das reicht mir an Stimulantien vollkommen aus. So, dann würde ich sagen, machen wir weiter, ne? Jetzt machen wir uns erstmal hier einen kleinen Überblick, schauen, was die Sachlage so bringt. Also, wir, oh, warte mal, Kirche oben, hier, tralala, wie schaut es denn da aus? Ja, es wird langsam. Na, ich mache mal die Zeit ein bisschen schneller, trinke erstmal noch einen gemütlichen Schluck Kaffee. Mhm. So, dann könnt ihr hier weiter ackern. Und ich schaue jetzt mal, dass das Spiel speichert. Jawollo. So, also. Fischerdorf an sich ist okay. Das können wir jetzt erstmal so lassen. Hier an der Bärenfarm läuft auch alles sein Weg. Das ist auch gut. Okay. So, dann haben wir ja hier gesagt, wir haben jetzt hier oben einmal Hönig, wo keiner drin ist. Jetzt muss ich mal gucken. Schwester und Bruder, wir müssen die Novizen jetzt erstmal befördern. Da war doch irgendwas. Und dazu habe ich die Manuskripte gebraucht. Und ich habe allerdings erst 4. Und die brauchen ziemlich viele Manuskripte jetzt mittlerweile, dass du die befördern kannst. Das ist natürlich nicht so einfach. Hm. Haben wir das Skriptorium schon voll besetzt? Ja, haben wir. Dauert aber lang. Das dauert lang. Das dauert mir sogar ein bisschen zu lang. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wir haben 3 Mönche, 6 Nonnen. Wir haben hier reingeballert mittlerweile 4, 5, 8. Dann könnten wir doch eigentlich... Oder sind die schon voll? Ja, die sind schon voll. Siehst du, du hast keine Möglichkeit, das individuell jetzt irgendwie rumzuswitchen. Ne? Wir brauchen hier brauchen wir Schwestern und Brüder. Wir brauchen hier Schwestern und Brüder. Und wir haben noch ein Oberhaupt. Das kann ich aber nicht. Ne? Geht nicht. Weil wir auch Schwester und Brüder brauchen, oder? Schwester oder besser. Das ist wieder ganz tolle Geschichte.
Eine ganz dolle Geschichte. So, wir haben 105 Kräuter. Wie viel haben wir denn? Haben wir 105? Ne, 211 haben wir. Wir können aber noch ein bisschen weiter mit den Kräutern hier rumbasteln, indem ich jetzt sage, wir werden jetzt hier nochmal so einen Pott aufstellen. Am besten hier so hin. So. So ein bisschen. So. Weil uns das dann wieder einen Platz mehr bringt. Und dann bringe ich den einen Bruder oder Schwester, besser gesagt Novizen, bringe ich dann unter. Die Abgesandte der Äbtissin möchte die Kaufleute beeindrucken, indem sie ihnen den Reichtum zeigt, den jenen. Unser bester Vogt ist noch unterwegs, oder? Ja. Ist noch unterwegs. Schlecht. Wir haben auch keine Monumente. Oder was haben wir denn für beeinflusst von Klerus Prunk 109. Eingeschüchtert. Zufriedenheitsbonus von mir. Die Abgesandte der Äbtissin wird selbst entscheiden, wie sie ihren Standpunkt vertritt. Komm, das machen wir. Soll sie auch selber mal schauen. Können wir hier nicht. Du hast Kaufleute unbeeindruckt. Siehst du? Die Abgesandte der Äbtissin konnte die Kaufleute mit dem versprochenen Reichtum nicht beeindrucken. Zufriedenheitsbonus von minus 20% für Dorfbewohner und Profilbesucher. Ja. So viel dazu. Aber okay. Dann ist das so. Ne? So, kriege jetzt hier mal meinen Kräuterdingsbums. Ich sehe es doch da schon. Hallo. Es dürfte jetzt nicht schwierig sein, 5 Holz und ein Werkzeug hier hinzubringen. Aber gut, warten wir einfach mal ab. Ich lagere, glaube ich, die Kräuter lagere ich, glaube ich, hier. Oder? Ja, hier. Das ist jetzt aber auch schon voll, ne? Was wir hier überhaupt nicht haben, ist Brot. Warum wollte ich hier das Brot lagern? Macht das Sinn? Oder eher nicht? Keiner weiß es, ne? Okay. Ja, dann lassen wir das jetzt erstmal so. Das ist dann vollkommen in Ordnung. Das dauert hier noch seine Zeit. Und wir hatten ja gesagt, wir wollen den Kreuzgang eigentlich hier hinsetzen. Was ja bedeuten würde, dass wir dann quasi die Torömod brauchen. Ne? Ich würde sagen, wir machen uns hier mal ein kleines Plateau hin. Und dann können wir mal gucken, ob wir das irgendwie gebacken bekommen. Deswegen machen wir jetzt hier mal Töre. Tirilö, Tirilö. So, und dann machen wir... Was machen wir denn für den Kreuzgang? Eigentlich nehmen wir doch mal, was passt denn hier dazu? Stein blockieren, komm, wir wollen mal Stein blockieren. Nehmen dann die modularen Blöcke. So. Gut, jetzt muss ich mal gucken, wie weit ich hier hoch muss. Wie weit muss ich denn hier hoch? Bäm. So. Wo sind wir denn hier? Das wird nicht reichen. Das muss höher. Ich setze jetzt einfach mal ein paar dran und dann gucken wir mal ganz gespannt weiter. Ich muss das sowieso hier ein bisschen rüberziehen. So. Das schaut auch schon mal ganz gut aus. Ja, das schaut ganz gut aus. Das glaube ich, können wir so in der Form können wir es lassen. Dann setzen wir hier noch einen dran. Da noch einen dran. Dann machen wir hier den ganzen Quatsch voll. So. 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 Jetzt bin ich mal gespannt dann, ob das klappt. Wie ich mir das schon wieder so eingebildet habe. So. Dann haben wir das mal so. Wenn ich jetzt hier hochziehe, geht dann alles mit? Ja. Geht mit. Dann können wir das doch eigentlich hier einen Tacken höher setzen. Und... Wir ballern uns hier noch was rein. Dann haben wir genug Fläche.
So könnte das klappen. So könnte das klappen. Okay. Müsste reichen, oder? Probieren wir es aus. Na, Versuch mal klug. Ich würde sagen, wir decken das Ganze aber hier noch ein, dass wir es gleich richtig haben. Hierhin, dahin, dann hier entlang. Mal ein bisschen so gucken. So. So. Und? Einer geht noch. Und das Ganze hier natürlich noch. Na. Dann so. Und so. Und sicherheitshalber so. So, und dann Pfeiler. Schnüpfen wir uns mal dahin hin und dahin hin. Und dann brauche ich hier vorne noch. Ja, komm. Wenn wir es machen, machen wir es richtig. So. Das sollte reichen. Okay, das lasse ich jetzt mal bauen. Zack. Schaut doch nicht schlecht aus. Jetzt muss ich bloß noch die Bäume da wegkriegen. Und das bekommen wir ja mit unserer Aladdin-Mod. Hatte ich die nicht irgendwo hier da? Wusste ich doch. So, und dann einmal Bäume entfernen. Machen wir so und so. 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 Fein. Gut. Passt. Das hätten wir. So, Kreuzgang. Der gute Kreuzgang. Mein Freund. Haben wir den überhaupt schon zur Auswahl? Ja, leider haben wir den schon zur Auswahl. So, hat sich jetzt hier irgendwas Tolles verändert? Wandelgang. Kreuzgang. Eingang. Und eine Tür. Na gut, wir probieren es, ne? Wir machen jetzt erstmal den Eingang und setzen den uns irgendwie hier so ganz toll hin. Der Eingang geht so. Das bedeutet, wir brauchen den so. Setzen wir den doch hier so an die Ecke hin. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Oh, jetzt speichert er. So. Schaut ganz gut aus. Bis jetzt. Bis jetzt schaut der doch ganz gut aus. So, und dann haben wir hier. Ne? So. Okay. Dann vielleicht noch einen. Halt. So. Und dann müssten wir jetzt hier die Ecke hinfriemeln. Die müsste so gehören. Gehört die so? Nee. Gehört die so? Passt nicht, ne? Das ist wieder ganz erbaulich. So würde es passen. Habe ich jetzt einen Denkfehler drin? Wir probieren jetzt mal alle Seiten aus. Das schaut doof aus. Kann doch von der Logik eigentlich nur so gehören. Dann passt aber von der Optik nicht. Sie werden sich schon irgendwas dabei gedacht haben, ne? Oder gehören die Dinger andersrum? Jetzt haben wir wieder das gleiche Problem. Warum können die nicht einen Eingang und einen Ausgang machen? Warum geht es nicht? Warum geht das nicht? Wie ich das Ding jetzt hier pack. So, und ich setze mir das jetzt hier schön so dahin. So. Und mach das hier wieder weg, das hier wieder weg und das hier wieder weg. Dann ist es doch vom Dach her. Ja, passt es so. Dann passt es aber mit dem Pfeil nicht.
Warte mal, wir haben jetzt sowieso was anderes drin. So. Ne? Ich verstehe es nicht. Na gut. Wir machen das jetzt so. Zack. Wir sehen ja dann, ob es funktioniert. Vielleicht muss ich eine Tür dran machen. Keine Ahnung. Aber ich finde es irgendwie trotzdem doof. Das hätten sie irgendwie ein bisschen anders machen können. So, und jetzt brauchen wir das quasi so. So. Jetzt aber. Jetzt aber sollte das funktionieren. So, kann ich das noch ein bisschen weiter rüberziehen? Kann ich. So. Oh, ich liebe diesen Kreuzgang, ne? Dann haben wir die Dinger wieder. Die setzen wir jetzt alle so hin. So. So. Gab es da nicht irgendeine Bedingung, dass die irgendwie eingeschlossen oder angeschlossen oder sonst irgendwas sein müssen? Haben wir jetzt nichts gesehen, ne? Naja, gucken wir mal. Das sehen wir dann schon. So, zack. Halt, geh weg. So. Jetzt bin ich gespannt, ob ich jetzt das so hinkriege, wie ich mir das gedacht habe. Ja, geht. Geht, 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 geht. Das ist schon mal gut. So. Und dann hier wieder einen rein. Zack. Und zack. Und zack. Ich denke, da wird schon eine Warnmeldung kommen, wenn irgendwas nicht passt, ne? Hoffe ich mal. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. So, gut. Dann haben wir das so. Zack. Dann haben wir das so. Zack. Und wir haben das so. Zack. Dann lassen wir das Ding jetzt einfach mal bauen. Und dann gucken wir weiter. Wie gesagt, ne? Probieren geht über Studieren. Ich freue mich jetzt schon wieder, wie ein Schneekönig. So, dann hier zwei Neuzugänge, die nehmen wir natürlich mit. Hallo? Hallo? So, jetzt nehmen wir natürlich mit. Wie schaut es mit der Steinkirche aus? Sie wächst empör. Das ist schön. Fehlt aber, glaube ich, noch ein bisschen was, ne? Eine Tür zum Beispiel. Wie schaut es denn hier aus? Hier fehlt noch ein Steinblock, das ist beachtlich. Haben wir. Hier fehlt ein Werkzeug, ansonsten haben wir es. 204 kriegen wir rein. Ja, locker. Easy peasy. Easy die peasy. Dann müsste das aber auch jetzt, glaube ich, schon fertig sein, oder? Kann das sein? Manuskripte 7, die dauern ja ewig mittlerweile. Hat es vorher auch so lange gedauert? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass das so lange gedauert hat. Ja, mal gucken, ne? Mal gucken. So. Jo, geht ja schon los, ne? Geht ja schon los mit unserem kleinen Kreuzgang. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wie die Flitzebocken. So, jetzt haben wir hier natürlich, brauchen wir doch jetzt eigentlich, können wir da doch warum? Wir haben doch jetzt einen neuen Platz da. Können wir nur maximal 3? Ah, es ist doch wieder. Okay. Dann ist es so. Dann ist da so. Ja, hier, das kapiere ich überhaupt nicht. Ne? Verstehe ich so gar nicht. Aber gut. Für Köche, brauchen wir für Köche irgendwie was Besonderes? Ja, Schwester oder Brüder. Kannst du mit Novizen nicht betreiben. Das ist eine super Geschichte. Das ist doch wieder. Vielleicht sollte ich ein zweites Skriptorium bauen? Hilft uns das weiter? Wäre das eine gute Idee? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Komm, wir bauen noch ein zweites. Wir bauen da noch eine zweite Hütte dazu. Hier passen 5 rein, hier passen 10 rein. Das ist aber schon groß, ne? Gibt es auch noch eine Nummer kleiner? 8. 5.
Schreibekapazität 3, 4, 3, 4, 3, 3, 6. Komm, wir packen nochmal 3 dazu. So. Machen wir noch 3 dazu. Machen wir noch eine Tür dazu. So eine. Und lassen es bauen und dann kommen nochmal 3 Schreiber dazu. Vielleicht geht es ein bisschen schneller dann. Na. Müssen wir mal gucken. Ob das so hinhaut. Müssen wir mal schauen. Ist wieder schwierig, ne? Ist wieder schwierig. Also der Zaun gefällt mir nicht. So nach längerem Betrachten gefällt mir der überhaupt nicht. Ich würde hier ganz gerne mal die Zäune wegmachen. So. So. Und gegebenenfalls mit den Hecken arbeiten. Das wäre eine Möglichkeit. Haben wir die eigentlich schon? Im vollem Umfang? Wir haben bloß die blöden Hecken. Ich meinte eigentlich eine andere. Warte mal, das war ja bei... War das hier bei den Nature Decorations mit dabei? Ja. War's. Das ist gut. Das ist gut. Dann haben wir hier Small Heck. Oi Small Heck. Short Heck. Ich würde sagen, wir probieren das mal mit den Short Hecks. Machen wir das mal so. Machen wir da eine Säule dazwischen? Ne, lass mal. Lass mal, machen wir ohne Säule. So, machen wir ein bisschen drehen vielleicht. So. Guck mal. Machen wir das mal so. Und dann haben wir hier eine Tür. Eine zu klein. Die ditchen wir mal hier so dran. Dann passt das. Und dann geht es hier mit den Dingern weiter. Ja. Ja. Okay. Oh. Ein bisschen, ja. Machen wir die mal nochmal weg. Ah, nein, auch nicht. Könnte jetzt ein bisschen schwierig werden. Aber, warte mal, ich habe doch die Möglichkeit, ich kann das doch hier... Warte mal, ich nehme mal die. So. Und du dich da noch dran. Und schön in die Säule rein. Ja. Das passt. So kann man das lassen. So können wir es lassen. Und dann könnten wir hier noch ein bisschen Deko-Gedöns mit hinmachen. So. So. Ne, komm. 2 reichen. Wir wollen es mal nicht übertreiben. Wir wollen es mal nicht übertreiben. Und dann setzen wir uns hier einfach noch eine hin, die dann so anditscht. Und dann sollte es reichen. Ich baue das mal und dann gucken wir mal. Ja, schöner. Auf jeden Fall schöner. Ja. Das gefällt mir schon mal so ganz gut. Ja. Ist okay. Was können wir denn noch machen hier? Was gibt es hier noch? Passen da auch eigentlich andere Sachen drauf? Snappen da auch sowas? Nee, snappt nicht. Okay, dann haben wir das Thema erledigt. Eieiei. Ei, ei. Hm. Snappt in der Form, snappt es nicht. Was ist denn das eigentlich? Ah. Nee. Ich will eigentlich nur diesen Übergang hier ein bisschen. Kriegen wir hin. Gut, die snappen nicht. Okay. Ich wollte es ja nur mal wissen. Dann können wir doch eigentlich hergehen und sagen, okay, wir könnten, ja, guck mal, das geht.
hier so ein bisschen wuchern lassen. Das funktioniert auch einwandfrei. So. Das geht. Dann haben wir diese Treppen, die da drin sind und die Übergänge ein bisschen kaschiert. Deswegen machen wir hier auch noch so Dinge. Zack. Und vielleicht noch sowas in der Richtung. Zack. So, das haben wir. Das schaut gut aus. Glaube ich. Denke ich. Weiß ich noch nicht. So, und dann noch ein Baum. Ein Bäumeling. Zack. Sollte reichen. Probieren wir aus. Ja, guck mal. So, schaut es doch schon mal. Hier ist vielleicht noch ein bisschen. Das gefällt mir da noch nicht so wirklich. Da müssen wir mal gucken. Looky, look. Wie hoch seid ihr eigentlich? Das ist so ein bisschen so. Aber es ist Quatsch. Brauche ja kein Schilf. Dann würde ich vorschlagen. Machen wir hier ganz einfach noch so ein Ding hin. So. Dann passt es. Da kann man es lassen. Ja, komm. Wir wollen es auch nicht übertreiben. So. Haben wir geschafft. Ja, gefällt mir auf jeden Fall besser. Das gefällt mir schon mal besser. Hier wird noch fleißig gewörkelt. Wie viel brauchen wir da eigentlich? Okay, wir brauchen Stein. Hiervon brauchen wir 90. Zwei Werkzeuge ist okay. Stein dürfte jetzt kein großes Problem sein. So, und jetzt müsste ich doch eigentlich hier das Ding erhöhen können, oder? Ja, schau mal. Okay, wir brauchen neue Brüder und Schwestern. Ich würde sagen, wir gleichen das mal aus. 2, 3. So. Dann haben wir 3. Und die müssten doch jetzt hier reinpassen, oder? Hat er jetzt schon? Hat er, ne? Hat er automatisch zugewiesen, oder? Wie viel haben wir denn hier allgemein drin? 9 könnten rein. 7 sind drin. Brauche ich noch 2? Jo, jetzt haben wir. Jetzt haben wir es. Und dann hoffe ich mal, dass es mit den Manuskripten jetzt ein bisschen schneller geht. Das ist auch so faszinierend. Hier gehen sie rein und raus ohne Probleme. Und hier. Nö. Hier hocken sie meistens dann. Und gucken doof. Naja gut, jetzt ist erstmal sowieso wichtig, dass wir das Funktionelle hinbekommen. Sprich, wir brauchen unbedingt den Kreuzgang, weil die Schwestern und Brüder brauchen ja einen Kreuzgang. Ja, was für die Bürger der Luxus ist, ist für die Schwestern und Brüder der Kreuzgang. Dolle Wurscht. Dolle, dolle Wurscht. Manuskripte. 9. Beschleunigen kann man das ja auch nicht irgendwie, ne? Nee. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Na ja, gut. Dann müssen wir halt warten, ne? Dann dauert es halt. Also ich bin ganz froh, dass ich mir jetzt das nicht noch mit der Mod zusätzlich auf die Augen gedrückt habe. Dass wir jetzt irgendwie noch Kerzen bräuchten für die Manuskripte oder hier noch dies und hier noch jenes. Ich finde das Kloster noch nicht wirklich so ausgereift. Ja, also das wäre dann doppelter Stress gewesen und das will kein Mensch. Das braucht kein Mensch. Na, in meinem Alter jetzt nicht mehr. Ja. Ich bin echt gespannt, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Weil wir haben eigentlich immer noch keinen Zugang wirklich dazu. Ja. Würde ich mal sagen. Aber okay.
Vielleicht haben die hier so einen unterirdischen Gang, wo sie dann reinkommen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Für mich ist das Ding jetzt erstmal hier so ein Testballon. Ja. Eventuell machen wir das dann nochmal neu oder anders oder ich weiß es noch nicht. Ich will auf jeden Fall jetzt erstmal ausprobieren, ob das überhaupt funktioniert. Ja. Oh, wir haben schon wieder Neuankömmlinge. Das ist gut. Nehmen wir mit. Und was willst du? Wandermönch, Mönche versorgen. Können wir machen. Was wollen die haben? Bären wie immer, ne? Ja, komm. Ja, die versorgen wir. Bären an die Wandermönche. Wenigstens das funktioniert. Gut. Oh, hier ist aber jetzt Türsau dran. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt fehlen noch die Kreuze drauf hier oben, ne? Auch drauf. Steinkirche errichtet. Der Klerus ist mit eurer Steinkirche zufrieden und möchte eure Hingabe belohnen mit 10 Einfluss und 100 Goldmünzen. Läuft bei uns. Supi. Ja, prima. Dann können wir ja die abreißen. Das ist doch ideal. Dann machen wir das doch mal. Dorfkirche, das ist jetzt nur die ausgewählt, ne? Ja. So, mutig wie ich bin, ne? Dann haben wir das auch schon erledigt. Und jetzt müssten die eigentlich die Kirche nutzen. Machen sie auch. Sehr brav. Sehr, sehr brav. Sehr schön. Gefällt mir so. In den Berg hineingebaut, ne? Hat was, wie ich finde. Okay, Kinders. Ja, doch gut geworden. Oh, Schlechtwetter kommt jetzt auch. Bla, bla, bla. Oh, was will die jetzt schon wieder? Jetzt geht es Generve wieder mit der Äbtissin los. Die Äbtissin plant neue Geschäfte mit Northbury, kann die Behandlung in eurem Kloster arbeiten. Bla, 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 bla. Ja, bla, 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 bla. So. Wir müssen uns ja immer noch gut stellen, ne? Ja, mit Königreich müssen wir auch langsam mal gucken, dass wir uns denen ein wenig annähern. Oh, schauen wir mal, wie wir das hinkriegen, ne? Hier müssen wir es dann noch ein bisschen schön machen. Das ist dann in Ordnung. Was lungerst du hier rum? Wir erwarten ein Unwetter. Ja. Als wenn das was Neues wäre. So. Ja, das wird jetzt hier wieder eine Weile dauern, bis das irgendwie da ist. So, okay. Schauen wir mal. Ja. So, zumindest die Ecke ist jetzt schon mal... Ne, wir haben jetzt eigentlich im Prinzip haben wir ja keine Möglichkeit, hier rein und raus zu gehen. Ne, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die das hier falsch rum bauen. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das ist wär totaler Quatsch. Aber gut, man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. So, du auch noch. Dann sind wir alle glücklich. Ja, guck mal. Wird doch. Kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Auf jeden Fall schon mal ein reges Treiben hier. So. Gut, Kinders. Was suche ich mir jetzt aus als Thumbnail? Natürlich. Was soll es anders sein? Der kreuzige Gang. So. Schön hier hin. Dann schön heilen auf. Jetzt muss ich wieder gucken. So, jetzt. Also gut, Kinders. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Samstagabend. Wir sehen uns morgen am Sonntag wieder. Und dann freue ich mich schon ganz gewaltig auf euch. Na, und wie mal, ja, ist ja bekannt, ne, Daumen nach oben, Abo abschließen, glücklich sein. Wir haben immer noch die 800 als Ziel. Gut, also, dann bis dann. Habt ihr gute Zeit, bis dahin. Tschüss.